Hallo. Auch gleich wieder da, okay. Und Death Stranding sehr schnell repetitive, okay. Bin ich mal gespannt. Ich leise mir irgendwann aus oder so. Oder gucke immer mal. Zurück zu Wind Waker. Unsere Aufgabe ist es jetzt, alle Triforce-Splitter zu finden. Und ich glaube, wir haben da auch schon ein paar auf der KD. Und zwar haben wir zwei Triforce-Karten. Ne, wir haben nur eine, oder? Diese Karte muss erst entschlüsselt werden. Aber von wem? Von wem? Fertig geschlafen, sehr schön. Triforce-Karte 2 entschlüsseln. Wo müssen wir hin? Ich habe keinen Bock, alles abzusuchen, deswegen gucke ich jetzt nach. Das Entschlüsseln. Link kann eine Triforce-Karte nicht alleine lesen. Er muss sie vorher von Tingle auf Tingles Insel entschlüsseln lassen. Kostet jedoch 400 Rubine. Okay. Und wo gibt's diese Triforce-Karten? Isla Rabunzla gibt's eine zum Beispiel. Ganz im Nordosten. Die Insel selbst ist relativ klein. Dann wollen wir zuerst zu dieser Insel. Die ist hier. Hier befindet sich die Insel. Okay, das heißt, wir segeln jetzt erstmal Richtung Osten. So, ich hätte nämlich zuerst gerne alle Triforce-Karten. Red Dead Redemption 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich liebe es. Ah, so gut. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass nordöstlich ist ja hier, genau. Nein, ist es nicht. Nordöstlich ist oben links. Wir gehen gerade Richtung Westen, ich Idiot. So. Oben rechts. Oh, vergesse es einfach. Habe ich die Möglichkeit, mich da hin zu teleportieren? Schnell runter rechts. Ja. Nehme ich mit. Kyle! Hey, Renton! Hey, Kyle! Wir brauchen alle Triforce-Dinger. Ich habe 2 Stunden gebraucht für den C4-Tempel. Wah. Wah. Das war nicht okay, Kyle. Was heißt sorry? Das war ja meine Schuld. Aber wir haben jetzt den Enterhaken und können die erste Triforce-Karte holen. Und in Wind Waker HD ist das Entschlüsseln der Triforce-Karten viel günstiger. Ich brauche 1000 noch was Rubine. Also, Kyle, wie komme ich schnell an Rubine? Ich brauche ungefähr das Doppelte von dem, was ich jetzt habe. Give me the money! Ich brauche Rupees! Ba-ba-ba-ba. Aber wie sieht's denn aus, Kyle, wenn ich die Triforce-Splitter hab? Ist es dann noch viel oder bin ich jetzt quasi kurz vorm Ende? Weil ich hab gedacht, vielleicht krieg ich's heute noch durchgeböllert, weißt du? Ist nicht mehr extrem viel. So in Stunden geschätzt, was würdest du denken? Hm.
Nein. Es war nur das Tutorial. Gleich kommt Hideo Kojima Intro. Ich brauche halt noch Geld, gell? Ich brauche mindestens 1000 Rupees. Aber ich weiß nicht, wie ich die am schnellsten krieg. Gibt's irgendein Minigame, wo man Geld machen kann? Oder vielleicht auf Schatzsuche gehen? Verkaufsbär. Preludien, den Dungeon. Sprich, oben in das Waldgebiet rein, oder was? Dungeons. Was genau meinst du, Kyle? Oh Gott, wo muss ich denn hier hin? Okay, fangen wir mal links an. Ho, ho, ho. Wo ich mich runterkämpfen kann, okay. Müssen wir mal schauen. Das gucke ich mir dann an. Preludien ist ja meine Heimatinsel, ne? Muss ich mal gucken dann. Hol mir erstmal die drei Karten und dann gucke ich, wie ich an Geld komme. So viel ist das ja nicht. Ist das arg schwer oder geht es? Weil es klingt sehr anstrengend. Ist nicht so schlimm. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also mal gucken. Ich fände es halt geil, wenn ich es heute noch durchkriege, aber ich glaube, danach bin ich für nichts mehr zu gebrauchen. Ich hätte es halt gerne fertig vor Shenmue. Und es kommt am Dienstag. Shenmue. Bin ich weg für immer. Ab nach China. Kyle, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Wie geht's euch allen überhaupt? Also weißt du, sonst spiele ich Shenmue und hab die ganze Zeit im Hinterkopf, hey, ich hab noch Wind Waker. Ich brenne. Ja, für jeden, der 1 und 2 nicht liebt, wird es bestimmt eine Enttäuschung. Und das ist mir so scheißegal. Es geht ums Prinzip.
Mir geht's gut, soweit. Bin heute im Wind Waker-Fieber. Ich hoffe, ich schaff das. Eine Sekunde. So, wieder da. Ja gut, Yakuza 7 kommt ja auch, also von daher. Ich sag's mal so, Yakuza holst du wegen verschiedenen Gameplay-Sachen, weil es Spaß macht. Und Shenmue will ich wegen der Story. Und darauf warte ich schon ein bisschen länger. Also von daher. Aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass es 10 von 10 bestes Spiel wird oder so. Aber ich freue mich halt einfach wie die Sau drauf. Oh, Geld, Geld, Geld. Nein. Naja, ein bisschen habe ich noch gekriegt. Das war so viel Geld. So viel Geld. So, Lied vom Wind. Ich mach alles nur fürs Geld, Pongo. Oh! Here comes the money! Geiler Wind. Ach, das war ein Splitter? Ich hab gedacht, hier gibt's eine Karte. Ja, aber... Das war ein Splitter und nicht die Karte. Was ist denn das? Ah doch, hier. Auf der niedrigeren Ebene des größten Turmes gibt es ein Loch, durch das man ins Innere gelangt. Nachdem man dort alle Gegner besiegt hat, erhält man eine Triforce-Karte. In The Wind Waker HD findet man an derselben Stelle statt der Karte direkt den entsprechenden Triforce-Splitter. Ah. Ah. Gut. In der Greifenhorst-Insel findest du die Karte. Das haben wir aber schon. Das müsste die sein. Niemandsland. Das ist... Wo liegt die? E5. Okay, wir müssen nach E5. Ich glaube, da gibt es aber hier... Ja, sehr, sehr kostbare Rubine.
Die wurde extrem entschlackt. Ja, finde ich gut. Ich habe jetzt halt einen Guide nebenher offen. Ich habe keinen Bock, hier jetzt 4 Stunden nach den Dingern zu suchen. Aber es gibt anscheinend auch gar nicht viele... Fuck you. Gar nicht viele Karten in Wind Waker HD. So wie es aussieht, gibt es nur eine Karte und das ist Karte Nummer 2? Nee, oder? Nee. Wir müssen jetzt erstmal zu E5. Also suchen wir unser Boot. Hallo, Boot. E5. Mach mal erstmal unser Lied. Runter, links, rechts, hoch. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt... hier hin und eins runter. Und hier können wir gleich noch gucken, ob wir einen Fisch finden, um die Karte aufzudecken. Ding dong, die Ex ist tot. Wenn jemand einen Fisch sieht, bitte Bescheid sagen. Ich rede nicht von mir. Hier ist der Händler-Dude. Da ist der Fisch. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe den Fisch, tralala. Fischi, Fischi, Fischi. Hier ist unser Fischi. Und rechts ist dein Schatz. Bleib stehen, Link. Scheiße war er. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Vor allem habe ich am Anfang nicht gerafft, was ich da machen muss. Der Tempel war echt... hat mir nicht so gefallen. Wo war der Schatz? Hier war der Schatz. Ich nehme jetzt auch Schätze mit, weil ich brauche Geld. Geld ist richtig und wichtig. Der mit der Medulli war besser, ja. Ich habe vorhin schon gesagt, normalerweise, wenn du weißt, was du machen musst in dem Tempel, ist er nach einer halben Stunde easy peasy erledigt, ja. Ah, das war... boah. Das war... echt übel. Ich glaube, das hier ist die Insel, wo wir hin müssen. Da stand in dem Guide eben auch, dass wir, glaube ich, den Enterhaken brauchen, um ein Feuer zu löschen. Und dann kriegst du eine Karte. Beziehungsweise in HD kriegst du direkt einen Splitter hier. Wie viele Splitter sind es denn? 8, oder? Oh Gott. Ist kein gutes Wetter. Haben wir die Karte hier schon? Ach komm, fuck you. Haben wir die Karte hier schon? Ja, oder? Ja. 98 Splitter. Die 100% waren doch bestimmt teilweise sehr anstrengend, oder? Ich habe ja 2, 3 Parts, habe ich ja gar nicht mitgekriegt, weil ich nicht da war. Ein paar Mal war ich mit dir in Voice, glaube ich. Ach, hier kommt man gar nicht rein, gell?
Ha! Ich habe Schatzkarte. Kalvi, komm ich schon in das Haus? Ist hier was drin? Oh nein, 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 nein. Ich muss die Quest in Portemonnaie machen. Ich muss sie machen. Es geht nicht anders. Oh, fuck. Na gut, was muss, das muss. Müssen wir machen. Ah, nee, halt, 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 halt. Runter, rechts, links, hoch. Aber ich muss erst mal gucken, wo Portemonnaie war. Da, 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 da. Hier. Okay. Ah, wir haben direkt einen Portpunkt. Noch Portemonnaie. Portemonnaie. Wie heißt ein Portemonnaie im Englischen? Heißt es da auch Portemonnaie? Und hat da eine Doppeldeutigkeit? Durch den Namen? Hui! Dam, 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 dam. Wo ist die Lehrerin? Nur hin. Hier ist doch der Alte, der wollte, dass ich seine Tochter rette. Was ich auch gemacht habe. Wow. Kriege ich von dem reichen Dude jetzt eigentlich Geld, ne? Nee, ne? Windfall Island, okay. War das hier der Reich? Da muss ich hoch. Bringt das überhaupt was? Okay, Isola Daura Italia, Isla Daura, Mercantil, ah, das hier, ja, hi. Ah, die Quest hier mit den Bäumen, da habe ich keinen Bock drauf, ich... Gibt der mir Geld, dem ich seine Tochter befreit habe, der Bürgermeister oder so? Nur Pokémon? Okay, aber Pokémon ist auch super. Okay, ich muss mit Ivan reden. Okay, 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 okay. Immer gut, immer. Immer dope. Yippie!
die ganz kleinen Strolche. Hoffentlich wird die Quest nicht schwer. Weder in Häusern noch die Insel verlassen. Okay. Fuck. So, Kyle. Wo? Wo verstecken die sich? Oh Gott, ey. Da ist einer. Und jetzt mit Pfeil und Bogen drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. What the fuck? Darf ich auch mal hinterher rennen? Er ist tot. Oh nein. So, den ersten Hammer. Beim Baum. Bei dem hier. Ne, hier nicht. Vielleicht der da oben. Hallo Schatz. Guck mal, wie schön, das ist Portemonnaie. Portemonnaie. Beim Baum. Baum, beim Baum. Okay, ich gehe mal hoch und guck, ob da jemand ist. Hinterm Bombshop, okay. Diese entsetzlichen Kinder. Vor allem, wenn ich die jetzt nicht finde, dann sind die für immer lost und verhungern irgendwo auf der Insel. Das ist halt auch nicht okay. Na, 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 na. Oh Gott sei Dank. Der stürzt sich jetzt wieder in die Tiefe. Oh Gott, ja. Gut. Zwei. Zwei fehlen noch. Einer ist bestimmt oben beim Riesenrad. Könnte ich mir vorstellen. Ist hier einer? Nee. Da habe ich den ja gekriegt, der war hinterm Grab. Also da war einer. Hinter dem, hinter dem Grab, hinter dem Tombstone hier. Hier war einer. Und dann hier links der Baum, oder was? Der da? Hier ist keiner. Dort beim Busch? Okay, gucke ich gleich. Ah, ich meine, da war jetzt keiner mehr. Aber ich guck nach, Kyle. Kann halt auch sein, dass die Kinder sich in der Wii U-Version woanders verstecken.
jetzt gerade mal hier die Büsche durch. Hallo Eragon Cooper. Hi. Hier ist. Hast du den Busch da links gemeint? Da ist keiner. Vor dem Torbogen, okay. Raufschauen. Den großen Baum. Ah! Oh, ist das mies. So, und wo ist der letzte? Haben wir den hier? Der letzte ist doch bestimmt in der Stadt oben irgendwo hier. Ja, mit dem Schwert. That's how you play catch. Da ist er. Gottes Willen. Nein! Halt! Geh weg! Oh. Komm her, du! Ah! Ich kann's nicht oft genug betonen, der Joker ist eine geile Drecksau. So, wir haben die vier Kinder. Ich hab gewonnen. Ja! Ich mach ganz kurz hier den Part für YouTube aus und hol mir einen Aschenbecher. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde.